Also wir reden ja beim Eigenkapital der Banken um eine Erhöhung von 8 auf 20%, glaube ich, oder so, weiß ich Das gar wäre nicht genau, sehr was Sie dafür schön. sagen oder so. Basel III ist von 1 auf 5% gegangen. Ja, aber 8, glaube ich, ist jetzt Vorgabe, oder? Fünf. Meinst du das? Okay. Na gut, aber daran siehst du ja, also wenn du das 1 zu 4, ist ja offensichtlich, dass also sozusagen mehr schuldnerischer Verkehr im Umlauf ist als das reale Geld. Das ist ja, wenn du von 1 auf 5 oder 8 gehst, dann sind ja sozusagen 90% nicht abgedeckt, sozusagen. Das ist ja der Arm-Finger-Vergleich. Jeder Unternehmer könnte zumachen. Ja, das stimmt, aber gut, also das liegt ja auch, gut, du musst sozusagen das System dann ja langsam rückwärts abwickeln, oder? Du musst jetzt vielleicht Das ist andere Degrowth. Formen. Bitte? Das ist Degrowth. Ja, er wollte aber nicht Degrowth. So also, habe ich ihn nicht verstanden, sondern genau in die andere Richtung Dann zielen. Er habe ich ihn wollte Gott sei Dank falsch sozusagen. verstanden. Hä? Dann habe ich ihn Gott sei Dank falsch Ja, ich verstanden. glaube, wenn ich das richtig interpretiere, er wollte ein gerichtetes qualitatives Wachstum haben, das dann natürlich auch wahrscheinlich neue Kredite braucht und so weiter. Aber gut, das System heilt sich ja nicht selbst, sondern das hast du ja darauf hingewiesen, dass wir jetzt so viel Geld im Verkehr haben, ist eben auch jetzt die Politik, die Schulden durch einen niedrigen Zinssatz zu drücken. Das heißt, wenn du jetzt wahrscheinlich, wenn du jetzt den Stecker ziehst, dann kollabiert das. Sondern ich nehme an, also musst du mir vielleicht helfen oder vielleicht kann Annalena einspringen, dass du allmählich innerhalb des Systems die Schulden abbauen musst und dann weiß ich nicht, ob du dann irgendwann in ferner, ferner, ferner Zukunft zu einer 1 zu 1 Belastung wieder zurückkommst, aber die ist vielleicht auch gar nicht nötig. Aber so ist es jedenfalls hochrisikoanfällig, das sagen alle Experten. Aber bei allem Respekt, ich soll Sie doch wählen, damit Sie das deregulieren. Warum muss ich Ihnen das erklären?